Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich werde heute mal meine Vespa putzen. Wir haben nämlich 8 Grad und das nutze ich gleich mal aus, um den ganzen Winterdreck mal ein bisschen runter zu putzen. Man sieht schon, die hat ein bisschen was abbekommen. Gerade jetzt durch die schlechte Witterung und Schnee und natürlich auch gestreute Straßen muss man das Fahrzeug regelmäßig putzen, sonst werden die ganzen Metallteile wie Chrom angegriffen, auch unten Gussteile vom Motor, das ist nicht gut, Streusalz. Also regelmäßig putzen. Ich werde das heute mal machen und zeige euch heute mal, wie ich meine Vespa putze. Das ist ganz gut, er löst so ein bisschen den ganzen Schmutz. Und weicht erstmal alles so ein bisschen ein. Jetzt ist die Vespa komplett weiß. Sieht auch lustig aus. Das ist auf jeden Fall eine schonende Methode, weil wie gesagt mit dem Kercher würde ich das Ganze nicht machen. Und dann gehe ich einfach über die eingeschäumten Bereiche mit dem Handschuh ganz sachte rüber, löse den Schmutz ein bisschen. Gerade hier in den unteren Bereichen ist es immer ganz wichtig, da sammelt sich natürlich viel an, was von der Straße hochgeschleudert wird. Trittbretter auch. Und dann kriegt man mit solchem Handschuh hier wirklich schon fast alle Schmutzbereiche gut gelöst. Den Schaum ruhig ein bisschen einwirken lassen. Und dann kann man hier überall mit dem Handschuh rüber. Und dann zerkratzt auch nichts, weil der wirklich ganz, ganz weich ist. Das ist so ein, ja, ein Kunstfasermaterial. Und dann auch nicht so viel mit Druck arbeiten, sondern einfach nur ganz sachte den Schmutz runterholen. Ja, in manchen Bereichen sieht man es jetzt ja schon. Da ist der Schaum schon ein bisschen dunkel. Auch hier so Kanten sind immer wichtig und dann hier unten unterm Beinschild natürlich. Hier sind jetzt natürlich so ein paar Bereiche, da kommt man mit dem Handschuh nicht so gut rein. Dann nehme ich jetzt so eine Bürste, eine weiche Reinigungsbürste und kann dann hier zum Beispiel bei den Federbeinen so ein bisschen in die Feder rein, um die Zwischenräume zu reinigen. Da kommt man natürlich mit dem Handschuh schwer rein. Auch hier unten so ein bisschen die Felgen. Macht sich so eine Bürste immer total gut. So, hier innen gehen wir auch nochmal rein. Noch mal von der anderen Seite. Da sieht man schon sehr schön, dass so eine Bürste wirklich gut funktioniert. Seite noch mit.
Felge hinten kriegt natürlich immer wirklich viel Schmutz ab. Natürlich auch durch den Abrieb der Bremse. Da ruhig ich ein bisschen intensiver mal rüber gehen, weil gerade bei etwas teureren Felgen, hier jetzt die 946er, da will man natürlich nicht, dass sich da irgendwelcher Dreck an der Felge so absetzt, dass man es nicht mehr abkriegt. Weil frühzeitig putzen hilft immer dagegen, dass man es irgendwann kaum noch runterkriegt, den Dreck. Ich nehme jetzt für die zweite Reinigung immer noch Motorradreiniger. Da kriegt man noch mal so ein bisschen die Feinheiten mitgemacht. Der löst noch mal den letzten Schmutz. Ist ganz gut, ist von Makov. Ich packe euch die Links zu den Produkten, die ich benutze, mal unten in die Beschreibung mit rein. Sollte also jetzt noch irgendwo Schmutz sein, kriegt man die dann sehr schön mit diesem Motorradreiniger runter. So ein Mikrofasertuch und dann nochmal ganz sanft rübergehen. Um so die letzten Schmutzreste nochmal zu lösen. Und das ist wirklich gut, also dieses Makov Motorradreiniger Spray kann ich echt empfehlen. Das löst dann wirklich noch den letzten Schmutz, der irgendwo klebt. So, das sieht schon ganz gut aus. Abspülen. Also ich drücke jetzt hier nicht mal, wie ihr seht, sondern ich nehme nur den Sprühnebel zum Abspülen. Also jetzt nicht mit dieser Hochdruckfunktion, sondern einfach nur ein bisschen absprühen das Ganze. Kann man natürlich auch mit dem Eimer wunderbar machen. Oder mit der Gießkanne. Aber so geht es jetzt für mich ein bisschen leichter. So, also danach dann alles schön trocknen. An die Chromteile gehe ich gleich nochmal separat ran. Die sollte man gerade im Winter, wenn es feucht ist, auf jeden Fall mit einem Chrompflegemittel schützen. Ja, sieht auch wieder toll aus. Und das sind mal die Bereiche, da muss man auf jeden Fall auch manuell nochmal rangehen. Hält sich der Schmutz immer ganz gut. Und dann, wie gesagt, hier unten, ganz wichtig, unterer Bereich des Beinschildes, da wird normalerweise immer viel Schmutz ran sprüht. Bei mir ist es ja ein bisschen weniger, denn ich habe ja hier diesen Slackguard dran, der so ein bisschen verhindert, dass da allzu viel gegenschleudert. Wer im Winter fährt, dem würde ich durchaus vielleicht raten, hier unten, da ist ja auch so ein Bereich, der so ein bisschen abgesetzt ist, einfach eine Steinschlagfolie, eine transparente dran zu machen. So eine Schutzfolie, die bewirkt viel, schützt dann den Bereich, kann man dann auch im Sommer, wenn man will, wieder abmachen.
Aber so bei Feuchtigkeit und wenn gestreut ist und viel rumfliegt, macht das Sinn. So. Ja, das sieht doch schon wieder ganz schick aus. Hier gehen wir auch gleich nochmal mit einem Chrompflegemittel ran. Dafür, dass Ace ja doch jetzt schon ein paar Kilometer runter hat und schon eine lange Tour. Sieht aber wirklich alles noch ganz gut aus. Selbst hier im Trittbrettbereich, wo ja durchaus mal was zerkratzen könnte. Alles tipptopp. Gut gepflegt. So, was die Chrompflege angeht, da nutze ich zwei unterschiedliche Produkte. Einmal von Liquimoli, Chromglanzcreme. Das ist gleichzeitig noch Langzeitrostschutz. Sehr, sehr gut. Oder halt den Klassiker. Kennt ihr bestimmt, Never Dull. Das ist so eine Art Wolle, die innen drin ist, die mit einer Tinktur behandelt ist. Sehr, sehr gut, um da auch Roststellen mal so ein bisschen oder Flugrost vom Chrom wegzukriegen. Ich nehme heute mal das Liquimoli und dann schön einmassieren im Chrom. Ja, das geht schon wirklich schnell, dass das angegriffen ist. Auch hier so diese Haltestangen mache ich auch gleich mit. Lass ich auch hier kurz mal einwirken. Für die Beifahrerfußrasten kann man schon ein bisschen sehen, die sind so ein bisschen angelaufen. Da nehme ich jetzt All Metal Polish. Das ist sehr, sehr cooles Zeug. Da kriegt man das, hoffe ich zumindest, wunderbar wieder etwas sauberer. Das ist auch so eine Art Paste. Bisschen poliert kriegt hoffentlich. Das ist immer so ein bisschen Fleißarbeit. Das muss man rausmachen, dann kommen wir da nicht an den Lack ran. Ne? Sieht man schon? Kommt ein bisschen was runter. So, einmal nachpolieren. Ist jetzt noch nicht perfekt. Aber guckt euch das mal an. Wie gesagt, All Metal Polish kriegt man solche Teile wirklich schön wieder hin. Ich zeige euch mal zum Vergleich die andere Seite. Ja, also so sieht das aus. Unbehandelt. Überall hier so diese angelaufenen Stellen. So, das sieht auch wieder schön aus. Ja, der Auspuff selber. Da bin ich jetzt von der Verarbeitung nicht so begeistert, aber das kenne ich schon. Die rosten manchmal hier hinten wirklich relativ schnell weg. Also da macht es vielleicht mal Sinn, anschleifen und mit Auspufflack nochmal nachlackieren. Hatte ich bei meinem Arrow nicht sowas. Sehr schön. BGM-Federbein sieht auch wieder aus wie neu.
da, wie gesagt, ist der Motorradreiniger wirklich toll. Und dann mit so einer Bürste hier rein, dann sind auch die ganzen Gewinde da innen drin wieder wunderbar sauber. So, jetzt haben wir ja wunderbar den Chrom geschützt. Jetzt mache ich das selber auch mit dem Lack. Ich nehme einen schönen Hardwachs, den ich rüber mache als Schutzfilm, gerade jetzt im Winter. Ich nehme jetzt hier einen Sonax, könnte auch irgendwelchen anderen Auto Hardwachs nehmen, der auf jeden Fall gerade gut bei Witterung schützt. Den trage ich jetzt auch wieder mit einem sauberen Tuch auf. Nicht das. Und dann trage ich das Wachs einfach schön dick hier vorne auf. Ganz wichtig natürlich wieder die Bereiche hier unten. Da mache ich in der Regel ein bisschen mehr drauf. Dass da so ein richtig schöner Schutzfilm drauf ist. Und natürlich auch hier innen. Ja, auch das Trittbrett ruhig mal schön innen drin mit dem Hardwachs bearbeiten. Ist auch eine schöne Schutzschicht dann drauf. Also da habe ich wirklich ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist ja wie beim Auto. Schöne Wachsschicht drauf, die einpolieren. Und schon ist der Lack im Winter schön geschützt. Das Wachs lasse ich ein bisschen einziehen natürlich und eintrocknen. Nicht zu lange. Und dann nehme ich mir so ein ganz weiches Mikrofasertuch. Das ist ein ganz fluffiges. Und damit poliere ich dann nachher das alles nochmal nach. Ganz leichter Druck, nicht zu doll. Und schon sehr schön jetzt. Kommt ein schöner Glanz rauf. So, liebe Scooter-Freunde, das war's für heute mit der kleinen Waschaktion von Ace. Aber nach den letzten Fahrten im Schnee und auch bei Regen musste das jetzt mal sein, weil wir haben doch wirklich viel Salz auch auf der Straße. Und um den Lack zu schützen und auch die ganzen Guss- und Chromteile, sollte man das schon regelmäßig machen. Ich mache es auf jeden Fall und dementsprechend sieht er auch wirklich noch gut aus. Dafür, dass er ja auch nun schon ein bisschen was hinter sich hat, auch eine längere Tour. Aber Pflege ist bei einer Vespa natürlich alles. Denn wer sich sowas kauft, viel Geld ausgibt und immer darauf plädiert, dass man eine Metallkarosserie hat, die schön lackiert ist, der muss die halt auch pflegen. Macht man aber als Vespa-Fahrer, glaube ich, gerne.
Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann. Tschüss.